In der Welt von One Piece haben wir nach dem Flashback von Oden Kuzuki und seiner Geschichte den nächsten Hammer von Oda bekommen, nämlich der Verräter der Piraten-Ninja-Mink-Allianz, und es ist Kanjuro. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist: Wie reagiert Ruffy darauf? Wie reagieren die Strohhüte darauf? Was wird passieren? Welchen Weg schlagen sie ein? Los geht's! Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video, und in dem heutigen Video reden wir mal im Allgemeinen auf die Reaktion der Strohhüte, speziell Ruffy, Zoro etc., weil die ja mit solchen Themen relativ verschieden umgehen können. Wir kennen Ruffy, wir kennen aber auch Zoro, wenn er ziemlich wütend ist, beziehungsweise wütend sein kann, gerade die Verbindung mit Tono Yasuo und weshalb er in diesem Falle wirklich auch gestorben ist. Ja, das Ganze ist mit Kanjuro etwas sehr, sehr schwierig zu handhaben, und ich persönlich muss sagen, es gibt viele Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen wird. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Dinge an. Bevor es aber losgeht, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich One Piece, den Spoiler, News etc. sein möchtet, so lasst doch gerne ein Abo da. Wir stehen auch kurz vor den 100.000, wäre sehr nice für die, die den Kanal noch nicht abonniert haben, wenn ihr das tun könntet. Vielen Dank für euren Support, und nun hüpfen wir ins Video. Okay, die Reaktion von Ruffy, Zoro, Sanji, Law und Co. auf den Verrat von Kanjuro. Kanjuro ist einer, der wirklich nicht viel dafür kann. Also wir müssen uns die Origins angucken. Kanjuro ist ein Charakter, den kann man nicht wirklich dafür verantwortlich machen, denn Kanjuro ist einer, der von seiner Kindheit auf traumatisiert war, der seine Eltern verloren hat, ja, durch diese Verfolgung der Kurosomis, und Kanjuro ist jemand, der Orochi zum Dank verpflichtet ist, denn Orochi war, auch wenn das ein Arschloch ist, er war derjenige, der die Mörder seiner Eltern gerecht hat, der, zumindest hat er es so gesagt, oder so hat er es Kanjuro glauben lassen. Und Kanjuro war ein Kind, der immer in dieser Theaterfamilie und in diesem Theaterlife gespielt hat, ja, und er war halt einfach Schauspieler schlechthin, und so hat Oda die Story von ihm aufgebaut, ja. Es ist selbst so krass, dass er seine Zeichenkünste gefaked hat, ja. Kanjuro ist Rechtshänder, hat aber stets mit links gezeichnet, ja, aber mit rechts hat er gegessen. Also da gab es schon ziemliche Hinweise von Oda selbst, ja, dass man hier vielleicht drauf schließen könnte, aber man darf Kanjuro selber jetzt keine großen Vorwürfe machen. Seine Vergangenheit, die hat das alles zu verschulden. Sie rechtfertigt das Handeln von Kanjuro, finde ich, in vollem Maße. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen Ruffy und seine Leute damit um? Wie geht Zoro damit um? Gerade Zoro ist nochmal ein schwieriges Thema, gehe ich gleich auf jeden Fall drauf ein, aber speziell Ruffy. Ruffy ist ein Charakter, der verzeihen kann. Ruffy ist ein jemand, der jetzt nicht unbedingt mit Verrat großartig noch oder in Berührung kam. Klar, Lysop, das war aber nicht ganz so ein Verräter, also er hat ihm ja nicht den Dolch in den Rücken gestochen oder so, er hat ja einfach nur die Crew verlassen, und mit einem normalen Verrat an für sich hat das dann nicht viel zu tun. Nami hat ganz, ganz früher die Strohhüte mal mehr oder weniger verraten mit der Going Merry quasi, und sie war ja damals noch nicht ganz offiziell in der Crew, und Nami wollte da nur ihre, ich sag mal mehr oder weniger ihren Nutzen draus schlagen für ihr Dorf, ja, dort gab es ebenfalls diesen Grund, aber so im Großen haben wir jetzt keinen wirklichen Verrat für die Strohhüte mitbekommen, und ich denke, Kanjuro ist ja dieser erste Fall, und dieser spannende erste Fall ist natürlich das, wo wir natürlich auf die Reaktion von Ruffy und Co. gespannt sein werden, denn gerade diese neuen Erkenntnisse, diese neuen Tatsachen, die vollbracht wurden, ja, wenn Ruffy davor steht, ist immer die Frage interessant, wie wird er darauf reagieren? Ruffy, ich persönlich schätze Ruffy so ein, dass Ruffy versuchen wird zu verstehen, warum er das getan hat. Ich denke, Ruffy wird sich das Ganze anhören, ja, oder er würde, oder ihm würde es erzählt, sage ich einfach mal so, ja, vielleicht von Orochi, von irgendjemand anderem, und Ruffy wird sich das Ganze anhören und wird vermutlich dann dafür sorgen, dass Kanjuro sich eventuell doch noch ändert, dass er frei ist, denn Kanjuro ist nicht frei, und wir wissen, Ruffy ist halt ein Riesenverfechter von Freiheit, ja. Ruffy ist derjenige, der Piratenkönig werden möchte, und per Definition ist Ruffy, oder für Ruffy der Piratenkönig, derjenige, der die meiste Freiheit hat. Also, das ist ein Thema, oder der Piratenkönig an für sich, oder Ruffy ist einer, der am meisten nach Freiheit dürstet und nichts sehnlicher haben möchte als Freiheit. Und wenn er sieht, wie andere diese Freiheit nicht genießen können, gerade in der Umgebung von Ruffy, ja, gerade mit Ruffy zusammen,
an, denn Ruffy sieht Kanjuro aktuell mit als Nahkammer. Das ist etwas, das kann Ruffy nicht auf sich sitzen lassen, denn Ruffy ist keiner, der Worten glaubt, da er glaubt Taten. Und selbst wenn Kanjuro der Verräter ist, selbst wenn er viele Informationen geleakt hat, Kanjuro hat den Strohhüten auch etwas geholfen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich kann mir vorstellen, denn Kanjuro hat es selbst gesagt, dass er mit ihnen viel Spaß hatte und so weiter. Und dieselbe Thema hatten wir damals mit Sanji auch. Sanji hat damals nicht die Wahrheit gesagt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, tief im Inneren, ja gerade bei Charaktern wie Oden Kozuki oder Ruffy, gerade diese Charakter, die die Leute um sich herum in den Bann ziehen, ja, die Leute anziehen, auf ihre Seite ziehen, gerade diese Leute, hoffe ich zumindest, und da glaube ich sehr stark daran, diese Leute haben bei Kanjuro etwas hinterlassen, ja. Selbst wenn Kanjuro die ganze Zeit geschauspielert hat, etc., ich denke, es ist Zeit, dass der diesen Umschwung irgendwie schafft. Und ich wette mit euch, Ruffy wird sich darum kümmern. Ruffy wird sich darum kümmern, Kanjuro wieder auf deren Seite zu ziehen, Kanjuro wirklich einen neuen Sinn zu geben, ja, weil Kanjuro, der hat gerade überhaupt gar keinen Lebenswillen, ja, er sagt, okay, ich habe alles gemacht, jetzt will ich quasi sterben. Er sucht nach einem Ort zu sterben oder hat schon seit Kind an nach einem Ort zu sterben gesucht und hat dann diese Schauspielerei als, ich sag mal, Grund für sich genommen, jetzt gerade nicht zu sterben oder noch nicht zu sterben. Um halt seiner Schauspielerei, seinem Talent quasi oder Orochi einfach zu nutzen. Ich persönlich denke, wenn Ruffy sich das Ganze anhört, dann wird das so eine Art sein, dass Ruffy wirklich Orochi vermöbelt und ich weiß nicht, ich habe sogar auch so die kleine Hoffnung, dass Zorro in diesem Falle so ähnlich agiert. Ich denke, viele von uns denken, ey, Zorro würde den umlegen, ja, und für die, die sich jetzt fragen, warum sollte er ihn umlegen, denn wegen Kanjuro, ja, weil er Informationen geleakt hat, ist Tonoyasu gestorben und Zorro hatte eine besondere Beziehung zu Tonoyasu. Tonoyasu und Zorro, die haben sich richtig gut verstanden, die beiden wurden Freunde, ja, die beiden sind zusammen gereist auf Wano Goni und Zorro an für sich findet das Schicksal der Smile-Nebenwirkungen, ja, und die damit in Verbindung gebrachten Ebisu-Einwohner, ja, die ja mit am meisten darunter leiden oder die Hauptquelle dessen sind, die darunter leiden, ja, Zorro hat da eine Verbindung zu und gerade zu Tonoyasu hat Zorro die Verbindung. Er war drauf und dran, Orochi zu töten, wurde er dann von Kyushiro erst einmal unterbrochen. Aber ich denke, es wird kein Geheimnis sein oder bleiben, dass Zorro absoluten Zorn gegen Kanjuro oder gegenüber Kanjuro hegt. Aber wenn Zorro die Geschichte von Kanjuro erfährt und einfach mal hört, was mit diesem Kind passiert ist, ja, denn sein Kindesalter, ja, als Kind wurde er so indoktriniert, so, ich sag mal mehr oder weniger, in diese Richtung gedrückt, ja, er hatte keine andere Wahl. Und ich denke, wenn Zorro diese Geschichte in Erfahrung bringen wird, so wird er das verstehen und ich glaube, Ruffy wird, sofern Zorro ein bisschen aus dem Ruder gerät, ich denke, Ruffy wird Zorro dann auch aufhalten und demnach auch mäßigen. Und hier ist die wichtige Aufgabe eines Captains, also Ruffys Aufgabe, dieses Problem so zu lösen, wie man es von zum Beispiel einem Oden Kozuki erwartet hätte, von einem Whitebeard erwartet hätte, von einem Shanks erwartet, vielleicht sogar von einem Roger erwartet hätte, dass Ruffy hier dieselben Züge an den Tag legt, ja. Whitebeard hat damals Squado verziehen, ja, als Squado sie verraten, als er hinters Licht geführt wurde und so. Ich denke, dass wir so einen Moment von Ruffy irgendwie auch brauchen, um halt diesen Zusammenhalt nochmal im Allgemeinen zu stärken, denn gerade in einem Kampf gegen einen Kaiser ist die Schwäche der eigenen Reihe sehr, 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 sehr stark und kann die ganze Kette wirklich außer durcheinander bringen, denn wir wissen ja, die Kette ist halt einfach nur so stark wie ihr schwächstes Glied und wenn das schwächste Glied ein Verräter ist, der dann irgendwie vielleicht doch nicht mehr dann zu retten ist, ja, und vielerlei emotionale Schäden verursacht, denn die Leute trauen natürlich um Kanjuro, ja, sie kannten ihn als den Kanjuro, den wir bisher auch kennen, aber er ist es nicht, die trauen, ja, die sind vom Geist her sind die halt ein bisschen schwächer dann und das Ganze kann halt schon ziemlich nach hinten losgehen, ja, gerade die, also die heftigste Reaktion ist natürlich hier von Kilmon. Er hat ihn sofort geköpft. Also, das war schon krass. Er kannte auch die Geschichte nicht. Und dasselbe wird vielleicht bei Zorro so sein. Und ich kann mir vorstellen, dass Ruffy das sehen wird. Ruffy wird sehen und erahnen, dass da etwas nicht stimmt. Und Ruffy, hoffe ich zumindest, und wir alle, denke ich mal, hoffen darauf, dass Ruffy sich diese Geschichte anhört. Natürlich kann man es sich ungeschehen machen, was Kanjuro getan hat. Das ist sehr wichtig, will ich hier auf jeden Fall nochmal betonen. Ich will es natürlich nicht gutheißen, aber
Aber ich weiß, von der dramaturgischen Sicht hassen wir jetzt alle Kanjuro, ja? Und das ist auch das, was Oda möchte. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich die perfekte Steilvorlage für einen kleinen Plot-Twist, ja, um Ruffy hier nochmal als Captain, als Anführer dieser Allianz nochmal hervorzubringen, um nochmal zu zeigen, hey, wie fantastisch sich Ruffy entwickelt hat. Deswegen bin ich gespannt, wie sich die Reaktionen jetzt zeigen werden. Ich hoffe, sie werden so eintreffen, wie ich jetzt hier in diesem Video geschildert habe. Das ist so das, was für mich am naheliegendsten ist, ja. Viel Wut wird sein, aber es gibt dann eine Erdung, ja, und diese Erdung wird schlussendlich Ruffy sein, wenn er die Geschichte von Kanjuro, von wem auch immer hört, vielleicht sogar von Orochi selber, von Kaido selber oder sonst wen, ja, wenn er die Geschichte hört, dann wird Ruffy vermutlich verstehen und wird dann auch etwas dagegen unternehmen, denn ein Nakama von Ruffy, der keine Freiheit genießen kann, mit dem, der dafür verantwortlich ist, möchte ich nicht die Körper tauschen. Was sagt ihr zu dem Thema? Wenn ihr das Ganze mal wirklich neutral beobachtet und die Geschichte von Kanjuro nochmal durch den Kopf geht, wie seht ihr das Ganze? Muss er bestraft werden? Wird er rausgeschmissen? Wird er sogar getötet? Was glaubt ihr? Was sagt ihr? Wird mit Kanjuro passieren? Ich persönlich bin da sehr gespannt darauf, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Und natürlich auch ein Abo auf diesem Kanal da lassen. Wäre sehr nice. Dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.